Und damit herzlich willkommen zurück in Nassau. Wir sehen gerade den Klerus für uns alle. Wir sehen gerade, es ist alles zu unserer Zufriedenheit verlaufen. Die Missionen sind alle voller Erfolg. Ich habe schnell angemacht, damit ihr es auch alles sehen könnt hier. Ja, wo waren wir beim letzten Mal? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich gucke gerade mal, ob die Missionen alle erfolgreich waren. Dann gucke ich gleich mal ins Menü rein. Moment, das waren sie anscheinend schon. Okay. So, ja, herzlich willkommen zurück zur Assassin's Creed. Ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ich hole mir das mal aus Skript, während ich laber mal. Ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen und ich glaube seit 3 Wochen nicht oder so. Weil ich ja so ewig vorproduziert habe und ich habe nur noch 10 Folgen. Aber ich habe von Minecraft noch auch nur noch 10 Folgen gesehen. Die nehme ich jetzt mal auf. Und was ist das hier? Ich darf hier gar nicht rein. Irgendwie. Okay, alles klar. Ja. Was machen wir in der jetzigen Folge? Ne, Moment. Bio, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Okay, ich habe anscheinend nichts. Moment, ich gehe aus dem Sperrgebiet mal raus. Ich bin doch raus. Okay, warte mal. Stop. Stop it now. Oh, ja, töten. Das ging einfach okay gut. Ja, genau, was er hätte. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Runde auf. Jo, fröhlich, fröhlich. Und schauen wir mal, was wir so erreichen. Gerade eben waren die Handwerker da und haben bei mir das neue Internet. Den neuen Router eingewechselt. Und die der Tag ist noch jung. Oder der Abend ist noch jung. Und. Wo ist hier die Kiste? Wir schauen mal. Blöde. Ach, da unten. Ja, in einer Woche soll ich da neues Internet kriegen. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich sogar auf längere Folgen freuen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt von der Assassin's Creed längere Folgen geben wird, aber ich denke, auf Minecraft wird es auf jeden Fall längere Folgen geben. Da schaffen wir dann auch ein bisschen mehr mal. 50 Minuten ist zwar eine ganz ordentliche Zeit, aber 20 Minuten ist auch nicht schlecht. So, die Piraten befreien. Na, dann komm mal her. Ich hab eine raue Schale, ja. So. Es ruckelt ein bisschen. Habe ich so das Gefühl. So, schauen wir mal, was der so dabei hat. Hallo, nimm mal. Ich glaube, ich nehme mich ein paar Giftpfeile und sowas. Ich glaube so. Da habe ich mich sowieso mal gefragt, warum die Leute eigentlich Giftpfeile dabei haben. Die können sowas doch gar nicht dabei haben, weil die sind doch keine Assassinen. Die gehen sich mit sowas doch gar nicht aus. Also die gehen sich gerade nicht, aber jetzt hat man ja schon mal gehabt, dass Leute einfach Giftpfeile dabei hatten. Und hier ist noch ein. Alles klar. So, dann geht's nach oben. Und wir holen uns noch das Animus-Fragment schnell. Dann haben wir hier in der Gegend auch alles erledigt. Und dann schauen wir, was wir auf der Insel noch zu tun haben. Und ansonsten, ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr Hauptmissionen machen. Das ist mir, ich habe mir das so ein bisschen überlegt. Ich bin mit meinen Gedanken so durchgegangen in letzter Zeit, was ich so in den Spielen jetzt so als nächstes mache. Ich werde auf jeden Fall mehr Nebenmissionen machen. Oh. Ja, klasse. Aus dem einfachen Grunde, wie ihr schon seht, sind wir bei Assassin's Creed vor allen Dingen öfters mal doch am Limit. Wenn die Mission uns dann sagt, rüstet dein Schiff lieber auf für die Mission, soll die eigentlich nicht so sein. Und darum werde ich auch öfters mal jetzt wieder Missionen machen, also Nebendinger machen. Ach siehst du, wollen wir eh machen die Mission, jetzt hatte ich, das weiß ich noch. Hatte ich ja gedacht, die machen wir beim nächsten Mal. Und auch für Komma haben wir ja eigentlich fast noch gar nichts gemacht. Der hat ja keine neue Rüstung und gar nicht. Achso, das ist der. Das ist wieder der Schwarze. Ich fand ihn cool. Servus? Was führt euch her? Ihr seht aus wie ein Assassine, doch euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich heiße Kenway. Ich kam, um euch vor einer Gefahr zu warnen. Ja, ich habe einige verdächtige Männer in der Gegend bemerkt. Ich glaube, sie arbeiten für einen bekannten Templer namens Upton. Könnt ihr sich für mich erledigen? Oh, ich ließ mich überreden. Für einen Preis. Ihr wisst nicht zufällig etwas über einen Templerschlüssel, oder? Sicher findet ihr ihn bei Uptons Männern. Falls. Ich muss sagen, wo sie sind. Dann sind wir im Geschäft.
die Tempers sind irgendwie, die Assassinen sind irgendwie voll sympathisch immer. So, wo müssen wir denn hin? Abtons Männer aufspüren, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Und dann sehen wir mal. Ich muss mal ganz kurz, wir sehen das gleich wieder. Ich will mal ganz kurz schauen, was das mit dem Lachs hier gerade ist. Jo, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe ein paar unnötige Hintergrundprogramme mal ausgeschalten. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser läuft oder nicht. Das bin ich überfragt. Wir müssen auf jeden Fall noch auf Schiff zurück, am Ende oder am Anfang oder irgendwann zwischendrin auf der Folge. Oh. Im Namen seiner Majestät. Huch, zu viel aufmerksam. Okay, das war jetzt irgendwie sehr fail. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ah, mein Gott, ich hol mir ganz kurz ein Kissen. So, da bin ich wieder. Ich sitze momentan ziemlich viel und ich habe da irgendwie ein Problem, keine Ahnung. Ich habe allgemein ziemlich viele Probleme, aber das ist besonderes. Okay, ich habe es ewig nicht gespielt, ohne Mist. Ich habe bis aus der Steuerung raus. So. Oh, Mist. 3 Sekunden legst du dich und dann sowas. Okay, jetzt darüber. Ah, natürlich, ich komme hier lang. Was auch sonst. Die haben die mich jetzt gesehen? Ich war da um die Ecke. Will er sie von seinem eigenen Schmugglerin wegschmuggeln? Ich weiß, wie lächerlich es klingt. Doch Befehl ist Befehl. Da hast du wohl recht. Was für ein Bef... So. Hast du mal über das Wort nachgedacht, Vogler? Komisches Wort, oder? Ihr denkt eben über sowas nach. Nein. Es ist Bull. Hast recht. Es klingt tatsächlich irgendwie komisch. Warte mal. Vielleicht sollten wir es nicht ganz so laut sagen. Weil wir selber Schmuggler sind. Genau. Genau. Sei ja, na gut. Die scheinen irgendwie nicht so die hellsten zu sein, die Typen, aber okay. Hm. Werden die anderen schon auf uns warten? Ja. Das wird ganz einfach. Also liefern wir die Ware und gehen dann ins Gasthaus. Oh, das würde mir gefallen. So, na dann lauf mal weiter. Ich sehe unter mir eine Menge Leute, aber auf den... Schaffen die es? Hallo, Leute? Oh, sieh mal, da sind sie. Hallo? Ah, da hinten, alles klar. War doch einfach, was die wollen. Stopp! Ich bin Upton Travers, Büroleiter. Was? Ist Vance euer... Mein Blutsbruder. Wir arbeiten zusammen. Und ihr habt keine Templer getötet. Das waren meine Arbeiter. Nicht meine Schuld. Euer Bruder befahl es. Will er mich etwas stürzen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich suche nur einen Templerschlüssel. Ein was? Bitte. Ihr müsst mir alles erzählen. Und wie kann ich euch trauen? Trefft mich im Büro und ich zeige es euch. Oh, Bockmist. Was für ein geiles Kommentar, ey. Bockmist. Alles klar, ey. Das gefällt mir. Nicht sowas wie,
oder sondern einfach mal Bockmist. Ist doch auch nicht schlecht. So, wo muss ich denn hin? Ich muss da... Ne, das ist ja nicht der Assassinenauftrag. Assassine. Piraten retten. Assassine. Dann gehen wir erstmal kurz zu Piraten retten. Und gehen von da aus über zu Assassine. Das war jetzt echt geil. Bockmist habe ich. Bockmist. Das klingt irgendwie voll geil. Tut mir leid. Ich komme ja nicht drauf klar gerade. Finde ich gut. So. Das ist natürlich voll komisch. Wo sind die denn? Hä? Hier sind gar keine Piraten. Dann halt nicht. So. Wenn keine Piraten da sind, dann halt nicht, dann gehe ich halt weiter. Und suche mein anderes Ziel. Das müsste jetzt hier sein, oder? Laufe ich falsch? Hä? Ist verarschen? Ich war doch gerade hier. Piraten. So, da war nochmal hin. Der Regen erschwert. Ach, jetzt wissen sie. Hä? Okay. So. Huh. Hallo, Mister? Sterben Sie doch bitte einmal. So, der ist auch K.O. So ist es vielleicht gleich Zeit zum Schmerzen weg. Uhuhu. So, das schaffen wir. So, und der auch noch. Und du auch noch. Und gut Nacht. So, wunderschön. Hat der Pirat überlebt? Da kamen immer so viele. Anscheinend hat er nicht überlebt. Gut, dann halt nicht. Dann sei es so. So, wir waren hier auf dem richtigen Wege. Ich schaue nochmal nach, bevor ich mich wieder wirklich wieder verlaufe. Wir laufen gerade runter, wir müssen dahinter. Das ist genau der andere Weg. Wir müssen nach oben. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das Büro unten am Strand ist. Deswegen habe ich mir nochmal nachgeschaut. Und wir begeben uns ganz flink zum Assassin's Creed-Zeichen. Und schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Irgendwie ziemlich seltsam ist der Bruder des Assassinen auf den anderen Assassinen. Wenn es beide Assassinen sind, warum hetzen die sich gegenseitig? Aber das ist total spannend. Gerade weil sie Brüder sind, ist ja fast, das ist ja doppelt so dämlich. Ein liebestoller Idiot von einem Bruder führt euch in die Irre. Ach, fangt am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegensten Meeren des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt er eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Wo? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Kommt, ich treffe ihn jetzt. Wenn ihr mir unauffällig folgt, hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wer hat meine Leibwaffe. Es gibt Diebe, die vor nichts zurückschrecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Alles klar, gut. Dann... hallo? Hallo, der bewegt sich nicht mehr. Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Wenn ich den Bruder habe. Warum? Wen willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, dann wünschst du dir, dass ich sterbe. Ab und fort. Du wirst diesem Trash doch keinen Glauben schenken. Na, so ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Und gesagt, Bruder, nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht. Oh. Moment. Ich bin ganz besorgt, weil ich das hören möchte. Richtig, richtig. Jetzt sag mal,
Hast du sie dabei? Sie? Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte zu dem Schatz, zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Suchst du mir einen Grund, ihn im Boden zu lassen? Sicher. Du besitzt denn keinerlei Fantasie? Was geht denn jetzt ab? Hä? Wieso? Hä? Also ganz kurz mal so. Wir verfolgen zwei Assassinen. Bruderherz, guten Tag, Bruder. Kein Mensch weiß, über was diese Assassinen reden und wer wir eigentlich sind. Dann laufen wir los. Gut, wir kommen von dem Dach, aber wir laufen los und wollen diesen Dieb vom Dach holen. Und auf einmal springen sämtliche Leute auf uns.